Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Okay, jetzt werden wir die Nebenmission Leere Körbe beginnen und danach werden wir uns weiter Richtung Südküste aufmachen, um die dortigen Nebenaktivitäten auch noch ausführen zu können. Nun, meine Dame, wie kann ich euch behilflich Alles sein? mitgenommen. Ich habe nichts mehr übrig. Ich werde verhungern. Ich werde verhungern. Was ist passiert? Banditen, mein Herr, sie haben mein Essen geraubt. Wirklich alles. Wohin sind Sie weitergezogen? Nach Nordosten, in die Wälder. Wenn ich Sie finde, werden Sie für den Raub büßen. Bitte tut ihnen nichts. Sie sind so verzweifelt wie ich. Ich verspreche nichts. Leere Körbe. Na dann. Leuchtet dieses Windspiel? Windglocke. Ach, kann ich da rausnehmen? Ist nicht wahr. Ha. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das ein lootbares Item ist. Ich dachte, das wäre ein Sammelgegenstand, weil er so geleuchtet hat. Krass. Na gut. Nobu. Hi. Mein Kleiner. Mein kleiner Großer. So. Jawohl. Das ist schon mal grob die richtige Richtung. Suche nach den Banditen. Ich würde sagen, da das Lagerfeuer. Wer will kämpfen? Oh, das war zu früh. So. Pardon, kurze Unterbrechung. So. Ich weiß, die Dame hat uns gesagt, wir sollten ihnen nichts tun, aber tja. Banditen sind Banditen. Weiß, das ist wohl das geraubte Essen. So. Hätte man hier auch durchkommen können, ohne sie zu töten? Also hätte man einfach nur das Zeug schnappen und sie und vor ihnen fliehen können? Ich wage es zu bezweifeln, aber Opala, nein, ich wollte eigentlich Nobu rufen. Wäre interessant Nobu. gewesen. Vielleicht hätte ich das mal ausprobieren sollen. Hier. Die Dame wird jetzt wahrscheinlich nicht so erfreut darüber sein. Schauen wir mal. So. Gute Mein Dame. Herr, ihr seid zurück. Ich habe euer Essen. Reis. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Reis hatte. Wurde er euch nicht gestohlen? Bitte, verzeiht mir. Ihr habt mich angelogen. In solchen Zeiten verdienen Banditen nichts zu essen. Außerdem bat ich euch, ihnen nichts zu tun. Sie ließen mir keine Wahl. Das tut mir leid. Ihr hättet nicht lügen sollen. Ich hätte euch auch so geholfen. Ich tue es nicht wieder. Versprochen. Leere Körbe. Naja. Ich bin gespannt, wie das Gespräch verlaufen wäre, hätte man sie nicht getötet. Ich wette, man hätte theoretisch auch einfach nur den Sack Reis mitnehmen und abhauen können, oder? Bestimmt. Naja, sei es wie es sei. Hoppala, nein, ich wollte eigentlich Nobu, Nobu, Nobu. Ah. Hi, mein Kleiner. So. Das war jetzt eine deutlich kürzere Nebenquest. Schnell, Nobu! Naja, manchmal gehen sie etwas schneller und manchmal sind sie etwas länger und erzählen dafür wunderbare Geschichten.
Nicht alle Nebenaufgaben hier sind auf Witcher-Niveau, aber einige schon. Einige, die fand ich wirklich sehr interessant und da war ich auch richtig motiviert, sie zu beenden. Naja. Ich find's auch schön, wie ich quasi jede Weile einen kleinen Vergleich zu The Witcher 3 ziehe. Weil es einfach quasi das Nonplusultra für Rollenspiele geworden ist. Oder für Open-World-Spiele sogar. Ja, ich glaube auch nicht, dass so schnell noch irgendetwas The Witcher 3 irgendwie auch nur nahe kommen kann. Los jetzt, Nobu! Von übertreffen rede ich in dem Falle schon gar nicht erst. Ich glaube nicht, dass The Witcher von irgendetwas noch übertroffen werden kann. Ist vielleicht eine etwas... Na, nee, ich finde eher, es ist eine realistische Einstellung. Ich rechne zumindest nicht damit. Falls es doch mal dazu kommen sollte, dann freue ich mich natürlich. Aber ja, ich rechne einfach nicht damit. Ah, da hinten. Ha? Soll ich mich hier durchquetschen, mein Kleiner? Jawohl. Nice. Hoppala. Sehr gut. So. Ist der Kleine noch in der Nähe? Hallo? Fuchs? 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 Oh, er ist weg. Schade. Na gut. Schnappen wir uns den nächsten Ort. Sehr gut. Da hinten sehe ich schon ein paar Mongolen. Du Ratte! Wie kannst du es wagen, so etwas dem armen Nobu anzutun? So, dafür gibt es ein paar Tritte in die Fresse. Au! So, zack, ins Gesicht! Ah. So. Haha. Es wäre super lustig, wenn ich mal einen Gegner mit Hilfe von Tritten töten würde. Wie würde das wohl aussehen? Hört man dann sein Genick? Hört man dann sein Genick knacken? Bald seid ihr frei. Seinen Hals brechen? Ihr habt sie gerettet. Danke. Wo nahmen sie euch gefangen? Im Haus meiner Familie an der Küste von Kashine. Die Mongolen haben eine Werft daraus gemacht. Sicher reparieren sie ihre Schiffe. Zur Vorbereitung auf die nächste Eroberung. Bleib von dort fern, bis ich sie erledigt habe. Okay. Und Ort aus einem Gespräch hinzugefügt? Ja. Oh, dort ganz oben. Okay. Das kann ich übernehmen, während ich mich auf den Weg mache, um diese Quest zu erledigen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Eins nach dem anderen. So, Nobu! Jawohl. Okay. Meine Güte, dann haben die Mongolen sie aber schon ziemlich weit verschleppt. Das ist eine ordentliche Strecke. Okay, unentdeckter Ort. Was haben wir hier? Ah, eine heiße Quelle. Ja, das gefällt mir. Dann können wir ein weiteres Mal sinieren. Ich würde mir nur wünschen, dass diese ganzen Sinierungsdialoge, oder Monologe besser gesagt, dass die etwas länger sind. Erschöpfung, Kotun Kahn. Vielleicht enthaupte ich diesen Mongolen-Bastard oder säufe ihn. Nein, ich zünde ihn an, wie es Dachi antat. Sehr entspannende Gedanken. Da kann ich mir vorstellen, wie der Gute seine innere Ruhe findet. Mit solchen Bildern im Kopf.
Hm? Wir sind. Okay, als nächstes kommt das hier an der Reihe. Verloren auf See. So, jetzt bin ich gespannt. Werde ich dort hinten auch wieder eine Landzunge vorfinden, über die ich zum Ort dieser Quest gelangen kann? Vor allen Dingen, was wird mich dort in der Stadt erwarten? Wird sie von Mongolen besetzt sein oder... Ja. Ah, nein. Ist sie nicht. Sehr gut. Das macht das Ganze natürlich einfacher. So. Dort hinten, nicht wahr? Ja. Das wird wahrscheinlich auf dieser Insel starten. Und da gibt es definitiv keine Landzunge, die dorthin führt. Da werde ich schwimmen müssen. Na gut. Dann ab ins kühle Nass. Können wir auch untertauchen? Geht das hier in dem Spiel? Ah, irgendwie nicht. Ich probiere gerade so ziemlich jede... Oh! Okay. Mit R3 geht's. Aber leider kann man nur so oberflächlich untertauchen. Man kann jetzt nicht etwas tiefer reintauchen und sich angucken, was da eventuell im Wasser alles herumschwimmt. Die Kijo-Insel. Suche auf einer Insel von Tsutsu nach dem Mann. Nicht nach irgendeinem Mann, nach dem Mann. Hallöchen. Alles okay? Alles okay? Tja. Hört lieber auf, bevor ihr euch verletzt. Verzeiht, wenn euch mein mangelndes Geschick beleidigt, mein Herr. Aber ich muss etwas unternehmen. Die Mongolen haben meine Tochter entführt. Wo haben die Hunde sie hingebracht? Zu ihren Schiffen. Die mit den eingeholten Segeln. Zwei Schiffe. Wer weiß, wie viele Mongolen. Dagegen kommt ihr nicht an. Ich habe ein Boot und ein Schwert. Vielleicht kann ein freundlicher Samurai helfen? Hm. Steigt ins Boot und schnappt euch ein Ruder. Ihr seid zu gütig, mein Herr. Überlasst das Kämpfen mir. Ja, würde ich auch sagen. Einmal an Bord. Dann werden jetzt Schiffe gekapert. Verloren auf See. Okay, ich bin bereit. Nun? Bitte, bringt Marquis sicher zurück. Wartet hier, wir sind bald zurück. Schlitz. Nummer 1. What? Warte! Oh. Puh, der Sprintschlag. Der hat's nochmal gerissen. Was ist denn mit dem auf einmal los gewesen? Der ist ja auf einmal losgelaufen, wie von der Tarantel gestochen. Ich finde, diese Schwerthaltung hat auch so ein bisschen was von Come at me, Bro. So ein kleines bisschen, oder? Wow, holy shit. Wie badass war das denn jetzt bitte? Oha, schade, ich kann mit dem Seil leider nicht so eine Art Wandlauf. Oh, shit! Hey, Gemeinheit. Oh, also ich wollte jetzt eigentlich so einen Wandlauf versuchen. Chiharu! Autsch! Das sah aus wie Kehle durchgeschlitzt und Genickbruch in einem. Zack! Tritt! Oh, schade, das macht leider keinen Schaden. Das wäre zu geil gewesen. Ah,
Einfach den Gegner mit einem Tritt getötet. Das wäre es jetzt gewesen. Ah, das hätte ich so gefeiert. Schade, schade. Sehr gut. Ich nehme alles an Vorräten, was ich kriegen kann. So. So viel zu dem einen. Oh, ho, 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 ho. Oh, ja, das muss jetzt sein. Die standen gerade viel zu schön. Oh, oh. Klappe halten. Frechdachs. Shit, ich hätte Dreieck drücken müssen. Dann hätte ich noch ein Kettenattentat hingekriegt. Ich war mir unsicher, ob das Attentat überhaupt möglich ist. Na? Traust du dich? Na? Bam! Wow! Das war ein schicker Gegenangriff. Sehr schön. Was? Du hast die Scheiße! Das darf nicht wahr sein. Ist sie jetzt in der Zwischenzeit getötet worden? Fuck! Bring Maki sicher zurück. Wartet hier. Wir sind bald zurück. Hä? Sind jetzt all die Leute, die ich bereits getötet habe, schon abgespeichert? Auf diesem Schiff hier zumindest? Das sieht danach aus. Ja. Hier auf dem Schiff ist schon alles leergeräumt. Bis auf diese Truhe. Heißt das jetzt auch 546? Ich frage mich. Nein, ich lasse es aber. Besser ist es. Nein! Oh, warum, Jin? Warum? Kletter doch hoch. Oh. Verdammt. Kommt, geht alle wieder zurück an eure Posten. Och, Mann. Shit. Och, ernsthaft? Haut ab, geht wieder aufs andere Schiff. Mann. Weil ich wieder blind das gedrückt habe, was mir angezeigt wurde. Genau. Schön wieder zurück auf euer Schiffchen. Aber ganz schnell. Ja? Aber flotti Karotti. Ab jetzt. Okay. Ah. Jetzt gehen die alle wieder zurück. Hoffentlich wieder in ihre Ursprungspositionen. Okay. Nee, sieht nicht so aus. Shit. Na gut. Alter, wie der Typ einfach nicht davon sterben will, dass er angekokelt wurde. Aha, komm mal her. Blitz! Ah, Dreck! Nein! Nein! Hör auf! Verdammt! Lass mich durch! Shit! Nein! Hör auf! Wage es! Ich habe noch blind versucht. Nein! So, nix da! Ja.
Da ist er. Das muss doch jetzt der letzte gewesen sein. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich sie wenigstens alle erwischt. Ja, das hätte auf jeden Fall besser laufen können. Nun ja. Hat aber noch geklappt. Hätte ich mich da auch nochmal ranschwingen können? Was sieht danach aus? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Hätte ich da hinschwimmen und mich dann mit dem Eisenhaken hochziehen können? Das wäre krass gewesen. So. Gab es hier noch irgendwo irgendetwas? Ich glaube nicht. So. Stillhalten. Marky? Ja. Euer Vater wartet in seinem Boot. Kommt mit. Ich folge euch, mein Herr. Danke. Ihr habt sie getötet. Sie hatten es verdient. Ich weiß. Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Kann ich mir vorstellen. Hier draußen, da fängt man schon langsam an, die Hoffnung zu verlieren. So. Da sind wir. Maki! Ich bin hier, Vater. Den Göttern sei Dank. Okay, ja, ich bin doch schon im Ruderboot. Hallo. Geht's jetzt weiter? Soll ich nochmal reinsteigen oder was? Bringt uns ans Ufer. Tatsache. Das Spiel hat nicht erkannt, dass ich schon längst drin war, also musste ich es noch einmal betreten, das Ruderboot. Du bist in auch Sicherheit. Nett. Ich war tagelang bei Ihnen, Vater. Tagelang. Ich hätte früher kommen sollen. Ruht euch aus. Bringt euch in Sicherheit, wenn ihr wieder bei Kräften seid. Jawohl, mein Herr. Danke. Nice. Verloren auf See, abgeschlossen. Ja, und weil es sich nicht lohnt, den Nobu hier auf die Insel zu teleportieren, gibt es auch keine Abschlusssequenz, wo Nobu sich an einen kuschelt. Talisman der Resistenz 1. Wo sollen wir hin, Vater? Lass das meine Sorge sein. Okay. Mehr Dialog scheint es nicht zu geben. Alles klar. Wunderbar. Aoi. Wisst ihr was? Da ich beim Schwimmen sowieso nicht in der Lage bin, die Gegend so schön zu betrachten, werde ich ausnahmsweise mal schnell reisen. So. Der Weg würde sowieso nur aus Schwimmen bestehen. Von daher... Na. So, Nobu. Machen wir uns auf zum Strandlager, mein Kleiner. Die Nacht ist wieder angebrochen und das Licht des Mondes sieht so wunderschön auf dieser Wiese aus. Noch einmal so ein bisschen nach hinten sehen. Das, was wir hinter uns lassen. Herrlich. So, wow, alter Nobu, was für ein Sprung. Respekt. Okay. Bonus, töte einen Gegner mit einer perfekten Parade. Okay. Das sollte doch kein Problem sein. Das ist ein einfaches Bonusziel. Hui! Arvo! Hä? Na, war's das schon? Ah, okay. Verdammt. Ich hab wieder... So, jetzt aber. Hab zu lange gebraucht, um auf Kreis zu kommen. Ey! Ist das denn wahr? Du Sau! So. Na, kommt her. Noch mehr? Das sind doch perfekte Paraden, oder nicht? Hm.
Komisch. Aber merkwürdigerweise wird das nicht gezählt. Hi. Brauche ich überhaupt noch irgendwelche Mongolenanführer? Nö, irgendwie nicht. Wow, das war knapp. Bonusziel 8, so, doch abgeschlossen. Okay, dass es doch noch gezählt hat. Das ist gut. Hätte mich aber auch echt gewundert, wenn das nicht so viele Gegner mit perfekten Paraden... Oh, Trophäe Held des Volkes. Ha. Gab es wahrscheinlich dafür, dass ich sehr viele Gebiete zurückerobert habe. Finde ich gut. So, ansonsten gibt es hier in der Gegend schon nichts mehr zu tun. Sprich, als nächstes... entweder ich begebe mich jetzt hier zum Schatten der Samurai. Und das wird wahrscheinlich... Oh, ich weiß nicht, ob das zum Angriff auf die Burg Kaneda direkt führt. Ich glaube eher, der Startpunkt der Quest müsste direkt hier sein, bei der Burg. Ja, komm. Selbst wenn es in den Angriff auf die Burg Kaneda münden sollte, würde ich auch das akzeptieren. Und dann machen wir das direkt. So, Dölle. Wie viel habe ich hier eigentlich am Strand erkundet? Na, ich könnte ja mal an der Küste entlang reiten. Oh, ein Bär. Okay, solange ich noch in der Lage bin, gute Upgrades von dem Händler zu besorgen, werde ich so lange... Oh. Oi, oi, oi. Mit dem zweiten Angriff hat er mich erwischt. So lange werde ich noch die Bären erledigen, die ich sehe. Wow. So. Die Bären geben einfach mit Abstand die meisten Raubtierfälle ab. Sehr schön. Und dann werde ich bald schon in Zukunft Tiere komplett ignorieren können. Das hier sieht interessant aus. Ist hier auch ein Ort von Interesse? Ich glaube eher weniger. Moment, habe ich da gerade eben ein Fragezeichen übersehen? Nee, doch nicht. Hat für einen Moment so ausgesehen. Naja, was soll's. Ha. Einmal ein bisschen auf das Meer hinausschauen. Und die Kamera am Strand rotieren lassen. Ja, was die Leiche da hinten angeht, da ist die Gegend natürlich dann nicht mehr so schön, wenn sie mit Leichen bestückt ist. Aber ich versuche trotzdem noch die Landschaft zu genießen. So gut es geht. Fischerdorf Ohama. Stimmt ja. Das kenne ich auch noch. Aber darin habe ich bereits alles erledigt. Oh, oh, oh. Moment, Moment, Moment. Was konnte ich dort sammeln? Eibenholz. Nicht schlecht. Sehr gut. Hat sich schon mal gelohnt. So, Komatsus Schmiede ist noch gute 800 Meter entfernt. Oh, das hier sieht schick aus. Die Gabelung an dem dunklen Wald. Na, na, na. Genau, den nehme ich mit. So. Na. Ich fürchte, großartig werde ich hier nichts mehr erkunden können. Ich glaube, es ist da schon besser, direkten Kurs auf Komatsus Schmiede zu halten. Bei der nächsten Gelegenheit, versteht sich. Jetzt gerade lässt die Felswand es nicht unbedingt zu. Ah, das sieht doch schon besser aus. Jawohl. Perfekt. Und schon bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Wind, weise mir den Weg. Vielen Dank. Oh, Blume, 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 Blume. Okay. Was haben wir hier?
Hoffentlich keine Sackgasse. Oh je, ich glaube, hier werde ich generell nicht runterkommen können. Oh doch! Haha! Oh, ich habe schon damit gerechnet, runterklettern zu müssen und dann erst Nobu wieder rufen zu müssen. Ich komme mit. Ist mir egal. Ihr seid mir egal. Macht's gut, ihr Trottel. So. Das ist ungünstig. Okay, zum Glück geht's hier direkt runter. So. Mit einem Blick auf die Zeit würde ich eventuell den Part sogar schon für heute beenden. Denn, naja, ich glaube, eine Hauptquest wird schon deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als eine Nebenquest. Dementsprechend... Oh, Bär? Yo, Bär! Ah, der Bär hat mein Pferd angehauen. Okay, das gibt Rache. Ich wollte eigentlich an ihm vorbei reiten und den Kerl erledigen, weil einen Sprungangriff kann ich scheinbar auf dem Bären nicht ausführen. So. Das war für mein Pferd. Zack. 4 Felle, sehr gut. Oh, da lang. Okay, aufsteigen. So, das müsste doch schon die Grenze von Komatsus Schmiede sein, nicht wahr? Genau. Ja, ich erkenne es wieder. Perfekt. Ah, das muss die Rüstungsschmiedin sein, aber nö. Ich brauche erstmal nichts. Nicht solange ich nicht eine weitere Rüstung freischalte, die ich dann noch tatsächlich upgraden möchte. Die mir vielleicht irgendwelche Nahkampfboni gewicht. So, delle Leute. Ich guck nochmal eben auf die Zeit. Ach ja, an sich kann ich den Part durchaus an dieser Stelle beenden. Ich mache es lieber vorsichtshalber, denn wie gesagt, eine Hauptquest könnte etwas länger sein. Von daher, Leute, an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.